Hallo und herzlich willkommen, liebe Baskets-Fans. Wir sind heute kurz vor dem 32. Spieltag in der BKBBL. Morgen steht das wichtige Spiel gegen Phoenix Hagen an. Und wir treiben uns hier gerade mal beim Abschlusstraining am Donnerstagabend herum und wollen mal gucken, wie hier so die Stimmung ist und was die Leute so zum Spiel morgen gegen Phoenix Hagen sagen und natürlich auch am Sonntag gleich gegen Medi Bayreuth. Also, checkt das aus. Hagen kann befreit aufspielen. Fanfreundschaft wird mit Sicherheit ein schönes Spiel von der Atmosphäre her, aber wir haben uns fest vorgenommen, den Fehler aus Weißenfels auszumerzen und von Anfang an mit Spannung da zu sein. Ja, ich denke, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel, gerade auch nach der Niederlage in Weißenfels. Wir wollen uns natürlich vor allem im heimischen Publikum wieder eine gute Leistung bringen. Ich glaube, gegen Ulm haben wir das schon gemacht und natürlich auch im Pokalwochenende. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Gerade auch, um die gute Platzierung für die Playoff-Teilnahme zu erreichen. Und wir hoffen natürlich alle auf den Sieg. I know we can expect an unorthodox way of playing from Hagen, but we have to stick with our game plan and definitely get this home win, so we can try to stay in a good race in this playoffs. Ja, ich glaube, Sonntag in Bayreuth wird dann nochmal ein ganz anderes Spiel. Für die Bayreuther geht es nichts mehr, um nichts mehr. Aber das macht sie nicht, das macht sie umso gefährlicher, würde ich fast sagen. Ich glaube, sie haben nichts mehr zu verlieren. Das letzte Heimspiel für die in der Saison. Was das bedeuten kann, haben wir auch schon in Weißenfels gesehen. Ich glaube, die werden ohne Druck aufspielen. Und für uns aber halt wichtig, dass wir dagegen halten und uns auch gerade diesmal über 40 Minuten konzentrieren und fokussieren. Denn auch da ist es ein sehr wichtiges Spiel für uns und momentan brauchen wir jeden Sieg, um uns da gut zu platzieren für die Playoffs. It's always special when you play against an ex-teammate and a good friend in Ronnie Burrell. So and some other ex-players too that I know that play here, Jaquel and some guys that we played against a long time in the BBL, Brian Bailey. So it will be a fun game, interesting, and hopefully we can get another road win. Jetzt kommen drei Facts über Hagen und zwei über Bayreuth. So, liebe Baskets-Fans, wir werden jetzt das Team auch mal in Ruhe lassen, denn das Training soll jetzt auch noch weiter durchgezogen werden. Morgen steht ein ganz wichtiges Spiel vor der Tür gegen Phoenix Hagen. Es geht für uns auch um die Playoffs. Das sind wichtige Spiele, die jetzt vor der Tür stehen und wir brauchen eure Unterstützung. Also seid dabei und unterstützt das Team. Es gibt noch Tickets. Morgen um 20 Uhr in der großen EWE Arena seid ihr gefordert. Also bis dann. Ciao. Und was hier so passiert. Und hier kommt doch schon unser erster. Hallo Timo, wie geht's? Hallo, Timo? Ja? Alles gut, wie geht's? Was würdest du als Coach Morgan machen? Ist natürlich schwierig, ne? Ich meine, Phoenix Hagen, sehr offensiv starkes Team eigentlich. Ist wahrscheinlich wichtig, den Fastbreak zu unterbinden. Sind alle sehr darauf hinaus, schnell die Punkte zu machen und den Angriff schnell zu beenden. Das hat man ja die letzten Jahre auch schon gesehen, dass das ein Spielstil ist, den Hagen sehr gerne präferiert und wir müssen versuchen, dass wir nicht deren Spiel adaptieren, sondern unser eigenes Spiel aufziehen und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn sie voll auf Angriff spielen. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Weiter so, weiter so.